Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored und dem Beagle. So, wir wollen nach oben mit den Typis hier reden. In der Hoffnung, sie sagen mir, ob ich jetzt den Lord Regenten beseitigen soll. Ich wette, es gibt hier auch noch eine. Achtung, Bürger von Dunwall. Kooperieren Sie mit den Aufsehern, wie Sie es von der Stadtwache und. Aber du hältst dich aber auch für mega geil. Konvoi, es ist soweit. Ja. Alles, was wir getan haben, alles, was Sie getan haben, ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt alleine getan. Letztendlich zu diesem Moment. Der Lord Regent ist bloßgestellt, Corvo. Verwundbar. Und alles ist bereit, um ihn anzugreifen. Wir sind einen Schritt vom Thron entfernt. Ein Mann, ein schlagendes Herz. Das ist alles, was von den Mächten übrig ist, die die Stadt an den Rand des Untergangs brachten. Es ist einfach, aber bei weitem nicht leicht. Die Paranoia des Lord Regenten ist so groß wie nie zuvor. Er hat die Unterstützung der Aufseher, des Parlaments und seiner Geldgeber verloren. Und auch Sokolov, der seine Sicherheitstechnologien entwickelt hat. Jetzt hat er im Dunwall Tower jeden noch verbliebenen loyalen Mann versammelt. Er weiß, dass etwas auf ihn zukommt. Er weiß, dass Sie es sind. Alles hängt davon ab, dass er recht hat. Pierrot hilft Ihnen bei den Vorbereitungen. Dann bringt Samuel Sie dicht an den Tower an das Wasserschloss. Hat er das Buch gelesen, als Sie das letzte Mal dort waren, war der schreckliche Tag, an dem alles begann. Nun gehen Sie dorthin, um alles zu beenden. Viel Glück, Corvo. Ja, ich weiß nicht, was wir sonst noch sagen könnten. Außer, dass unsere Hoffnungen mit Ihnen gehen. Ihr habt gar nichts bis jetzt gemacht. Das ist, das sieht mir wirklich sehr gut bewacht aus. Ach du Scheiße, ne. Fünfter Eintrag. Oh Gott, ich habe ganz viele Tagebucheinträge vermutlich übersehen, kann das ist. Naja, was soll's. Ist ja zum Glück. Warum leuchtet diese Lampe? Sie sind weit gekommen, Corvo. Wir sind fast am Ziel. Ja, ihr seid fast am Ziel, aber ich habe alles gemacht. Just saying. So, irgendwo hier war noch was Grünes. Das war die Karte vermutlich. Das ist doch in der Kanalisation, da bin ich mir relativ sicher. Ach, an der Kanalisation. Alles gut, ist gut, Piero, ich brauche nichts von dir. Jo, Samuel, wir haben eine Aufgabe. Bereit, den Lord Regenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Ab geht's. Ist das echt schon die letzte Quest? Na gut. Aber wir wissen, wer hinter allem steckt, und das haben wir auch getan. Aber wer waren die Attentäter? Also ich meine, die auch mich umbringen wollen. Gehen wir denen nicht auf die Spur? Da wären wir, Corvo. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen sie jetzt wett, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lord Regenten zu töten. Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Es gibt bestimmt Mittel, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lord Regent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Okay. Jesus Christ, du klingst super depressiv dabei. Sei doch nicht so depressiv, Kumpel. Klingt alles geregelt. Jetzt erstmal hier hochklettern. Ja. Erstmal Teleportation. Ah, oh, das wollte ich gar nicht. Hat wirklich gut geklappt. Eine kleine Kletterpartie war nicht verloren, aber ich bin faul, ich kletter nicht. Was
zerquetscht. Ratten! Ratten! Warum sind hier so viele Ratten? Nein! Ah, warum? Ja, natürlich klein und mies und fies und alles. Deswegen seid ihr im Vorteil, aber lasst mich in Frieden. Warum seid ihr überhaupt hier drinnen? Warum bin ich überhaupt hier reingegangen? Wo muss ich hin? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, ich erlöse dich. So großzügig bin ich. Ich weiß, ich bin super großzügig. Ne? Ich habe doch da hinten was blinkern sehen. Eine Leiche und ein Talisman und Geld. Gibt es Geld? Gibt es? Ach so, stecke ich Waffen. Zu wissen. Das hätte ich im Anwesen gebraucht. Was sagst du? Das war alles. Das war jetzt nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Lass mich mal daraus, wo der Vorsprung ist. Einmal dahin. Dann ist eigentlich nach oben, ne? Ich habe mich selbst gespeichert. Scheiße. Es könnte aber sein, dass der letzte Speicherpunkt gar nicht so schlecht ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja mies. Wie kann ich denn an den Teilen unsichtbar vorbei? Vermutlich gar nicht, ne? Okay. Machen wir mal den Blick. Das ist genau da hinten, Leute. Genau da hinten. Da oben ist eine Wache. Nein, nein, nein! Ich muss aber eins sagen, obwohl ich so Probleme mit dem Spiel habe generell, also weil ich mich tierisch über die Steuerung aufrege und so,
macht es schon ein bisschen süchtig. Also das erreicht es schon. So, man wird ehrgeizig in diesem Spiel. Und vielleicht ist es ja genau der Effekt. Vielleicht sage ich ja so, okay, ich reg mich zwar tierisch über dieses Spiel auf, aber der Ehrgeiz, der mich packt, ist so groß. Nehme ich. So, keine Ahnung. Ich kenne zumindest. Achtung, Angestellte des Dunwall-Tor. Kein anderes Spiel, in dem ich. Selten ein Spiel, in dem ich, sage ich mal. Bitte nicht umdrehen. Also, wo kann ich dich unterbringen, ohne dass du gesehen hast? Direkt hier, ne? Würde ich schon sagen. Ich glaube, hier oben wird er wohl eher nicht von Ratten gefressen werden. Es sind ganz viele Menschen sogar. Ja. Ich sehe die alle nicht, weil anscheinend seine Kapazität nicht ausreicht. Scheiße, so nicht. Jetzt will ich am besten lang. Oh Gott. Ich hätte schon. Vielleicht schleicht er, sneakt er an mir vorbei und dann kann ich weg. Nein! Ah, das ist doch wieder mal so klassisch, ey. Ich glaube, hier ist ein guter Zeitpunkt für einen Schlafpfeil. Glaube ich. Ich werde es noch einmal so versuchen, wenn ich dann eben einen Schlafpfeil. Beziehungsweise, ja doch, Schlafpfeil. Ich denke, Schlafpfeil ist schon so das von meiner Wahl. Du bist ein Penner, weißt du das? Du bist so ein Penner. Dreh dich um. Bitte dreh dich um. Dass der mich nicht sieht, ist, ja. So geil. Ich habe Angst, dass der mich gegenüber sieht. Ah, Mist! Ich glaube nicht, dass ich den so wegkriege. Die sind aber auch aufmerksam, ne? Sorry, but I'm not sorry. Okay. So, da hinten war noch einer, der kommt hier rüber. Scheiße. Ich mag dich mal hier. So kann ich. Oh Gott, ich glaube, ich sehe mich aus. Ist er jetzt weggegangen? Schwierig, Leute, schwierig. Warte mal. Apropos schwierig. Speichern. Hey, speichern nicht vergessen. Okay. Tallboy. Nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen, bitte nicht. Dankeschön. Schön. Verstecke ich dich jetzt, damit man dich nicht sieht? Gute Frage. Ah, hier hinten ist so schön. Hier sieht man dich nicht. Die Wache da vorne hat mich auch nicht gesehen. Ist die denn ein bisschen doof oder so? Hier ist nicht so viel, oder? Oder wollen die, dass ich da drüber slide? Das mache ich erst nach einem Speicherpunkt. Ich habe leider keine Schnellspeicherfunktion. Das ist ein bisschen schade. Das hätte man uns PlayStation mal euch auch geben können. Und genau deswegen dachte ich mir, ist das besser, wenn ich speichere. Das schaffe ich nicht. Nicht mehr mit Doppelsprung. Echt nicht? Brich ab. Kriege ich das aus? Oder? Ich gehe durch die Tür. Na hier. Ah, schaut es euch an. Schaut es euch an, wie es funktioniert hat. Ja, ist nice. Nice. Ra.
Ratten. Ein Haufen Ratten. Das ist ein Tallboy. Okay. Alter Verwalter, wo muss ich denn überhaupt hin? Das Problem ist, der ist relativ weitsichtig, behaupte ich. Das ist halt so die Frage, wenn ich... Bleibt ja einen Moment da stehen. Jetzt sind wir sicher um. Wenn ich jetzt sneaky peeky an dem vorbeigehe. Kriegt der das mit? Oder bin ich jetzt safe? Ich speichere mal. Wie gesagt, ist ein bisschen doof, dass ich keine Schnellspeicherung habe, sodass ihr davon nichts mitkriegt, wenn ich speichere. Habe ich aber leider nicht. Also muss ich mit dem arbeiten, was ich habe. Auch das ist, wie gesagt, etwas, was PC-Spieler mir voraus haben. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass dieses Spiel sehr doll für PC ausgelegt ist. Der geht hier runter? Nee, er geht an. Alter, jetzt kommt der nächste. Wie sehr denn? Der geht aber hier runter, ne? Die kann ich nicht wegholen, nicht so, wie ich mir das wünsche. Der kommt hier runter. Damit dreh ich um. Der kommt zu mir im Büro. Dann wieder weg. Es läuft gerade zu gut. Das riskiere ich nicht. Kann ich wenigstens laden. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Genau den meinte ich eigentlich nämlich auch. Die Frage ist, was tut er denn? Der da hinten. Der geht da hinten lang. Der dreht sich jetzt gleich um. Ich weiß es nicht. Er dreht sich um. Sehe ich ihn ja gleich. Ich weiß es nicht. Ja. Gut. Ah. Jetzt muss ich warten. Ich muss warten. Weiß ein Seemannslied, ja? Early in the morning. Das läuft bis jetzt einfach viel zu gut. Da muss doch irgendwas schief gehen. Glaubt ihr nicht auch? Ich glaube schon. So. Da ist der Tower. Da ist so eine... so ein Tallboy. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Von da an wurde alles nur noch schlimmer. Ich hab brillant.
Ein dunkler Tag. Oh nein! Kann mir denn niemand helfen? Nein! Nein! Leute, ich mach das anders. Das lief nicht so gut. Ich bin hier, ne? Ich hab den gerade erledigt gehabt, ne? Ja. So, ich muss jetzt einmal meine Pfeile wieder. Vielleicht erst die Troller wegholen und dann. Ich muss mal gucken. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Oh. Wenn ihr... Was? Oh, was? Nee, was? Das glaube ich nicht, Leute. Das glaube ich nicht. Welches denn jetzt welches? Ich weiß es gerade nicht mehr. Muss ich einmal nachgucken. Das glaube ich wirklich nicht, Leute. Oh ne, das war das nicht. Na gut, ihr Lieben, ich würde dann sagen, dann mache ich jetzt einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann überlege ich mir, wie ich das da oben mache. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, da zweifle ich hart dran, dass das so ist, wie es ist. Warten, bis die beiden sich schon getrennt haben. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Das ist doch nicht wahr. Ja, nächste Folge. Haut rein.